Huhu Leute, ich bin Flasher, willkommen zu einem weiteren Guild Wars 2 Build Guide, heute zum Heal Chronomancer. Support Builds gibt es zugegebenermaßen nicht so oft bei mir auf dem Channel, aber gerade dieser Heal Chrono war der große Gewinner des letzten Balance Patches, das heißt an dem wurde am meisten geändert, der hat aber auch die dicksten Buffs im Prinzip bekommen für dieses Build. Und ja, viele spielen dieses Build jetzt wirklich sehr gerne, weil es wirklich richtig stark ist. Neben wirklich starken Heals können wir auch ja eine große Auswahl an Segen verteilen ans Team. Also wir können uns entscheiden, ob wir Schnelligkeit oder Tatendrang geben wollen. Wir können 25 Macht, wir können Regeneration, wir können Schutz, wir können Wut, wir können Stabi, wir können Aegis. Also richtig viele gute Segen, die wir eigentlich fast zu 100% je nach Segen aufrechterhalten können. Und das mit keinem übertrieben schwierigen Gameplay. Also wirklich ein sehr starkes Bild, was ziemlich viel stark macht. Und das gerade ja sozusagen der Community Favorite des letzten Balance Patches ist, gibt es dafür jetzt natürlich auch den entsprechenden Guide. Für das Gear, wir fangen ja normalerweise immer mit dem Gear an, starten wir aber mal in den Browser, denn das lässt sich ja da einfach ein kleines bisschen besser zeigen, als wenn ich das jetzt in-game mache, weil wir hier natürlich auch die Möglichkeit haben, wie bei den meisten Support-Builds, viel hin und her zu tauschen. Also je nach Situation, wir sind da nicht wie bei DPS-Builds an ein ganz bestimmtes Gear-Set gebunden, was halt nun mal einfach den höchsten DPS macht, sondern wir können uns hier viel entscheiden. Und darum wechseln wir mal schnell in den Build-Editor. Starten wir vielleicht erstmal mit dem einfachsten Set von den dreien, die ich euch heute vorstellen will, und zwar Vollharrier oder auf Deutsch, wie es heißt, verheerend. Eigentlich ja ziemlich basic, wird oft bei Supportern gespielt, die nicht tanken wollen. Ich kann euch direkt schon sagen, dieses Build eignet sich dazu zu tanken. Also es ist ja generell oft so, dass in Raids von Chronos getankt wird und da würde sich dieses Build anbieten. Das jetzt hier mit Harrier ist dann natürlich die Variante zum Nicht-Tanken, da hier keine extra Zähigkeit mit drin ist und in Raids ja meistens, wenn getankt wird, mit Zähigkeit getankt wird. Von daher ziemlich einfach, wir sehen hier Kraft, Konzentration, Heilung mit Kraft als Hauptattribut. Das heißt, wir kriegen hier mittel viel Konzentration, mittel viel Heilung, kommen aber auf ziemlich gute Werte damit und haben halt keine Zähigkeit drin, wodurch wir nicht tanken müssen. Als Rune nehmen wir hier die überlegene Rune des Mönchs, die gibt Heilung und Segensdauer immer abwechselnd und am Ende nochmal dick Heilung. Und als Relikt könntet ihr hier das Relikt des Mönchs nehmen. Wird ein Verbündeten ein Segen gewährt, so erhöht sich die Heilwirkung auf weitere Verbündete 3 Sekunden lang um 1%. Das heißt, wir stapeln hier. Hier steht zwar noch eine Aufladezeit von 1 Sekunde intern, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Diese Website ist dann noch nicht geupdatet. Das heißt, sobald man Segen vergibt, hat man im Prinzip fast ab der ersten Sekunde des Kampfes diese 10 Stapel und somit 10% höhere Heilwirkung auf Verbündete. Das ist ein ziemlich gutes Basic-Relikt, was viele Heiler benutzen. Aber wir hätten auch noch Alternativen. Ihr könntet alternativ, weil wir werden auch ziemlich viel Regeneration verteilen. Und wenn ihr es zufällig gerade da habt, könntet ihr auch das Relikt von Dwainer benutzen. Regeneration, die ihr anwendet, ist um 20% wirksamer. Da muss man sich auch nicht groß kümmern. Ihr macht Regen und das ist einfach 20% stärker. Und dann gibt es noch eins, das heißt Karakosa. Das werden wir uns aber erst gleich angucken in-game, denn das können wir nur mit einer bestimmten Waffe spielen, die es jetzt aktuell noch nicht gibt. Denn wenn ich mal hier oben gucke, was wir hier an Waffen, nee, sieht man ja auch hier, muss ich gar nicht das Menü wechseln, drin haben, da haben wir nämlich hier aktuell Zepter und Schild und Stab drin. Allerdings wurde ja bereits schon das Gewehr angeteasert, dass der Chrono bzw. der Mesmer ein Gewehr kriegen wird. Und sobald das erscheint, ist dieses Gewehr auch ziemlich gut für dieses Bild. Von daher, das könnt ihr euch schon mal merken. Ihr könnt dieses Bild jetzt schon so spielen, aber sobald das Gewehr erscheinen wird, wird das Gewehr auch eins der Hauptwaffensets werden. Ihr könnt euch dann selber entscheiden, ob ihr den Stab oder Zepter Schild dafür austauschen wollt, je nachdem, was euch da als 2-Set lieber ist. Aber das Gewehr wird kommen für dieses Bild. Und da auf diesem Gewehr haben wir auch einen Explo-Finisher und dieses Karakosa-Relikt, zeige ich euch wie gesagt noch in-game, das funktioniert halt mit Explosionsfinishern, wodurch ihr nochmal mehr heilt. Von daher, ihr habt hier verschiedene
Varianten, die ihr hier nehmen könnt. Ich gucke gerade mal. Ich glaube, ich hatte hier noch irgendwo eins. Das hier ist zum Beispiel auch nicht schlecht. Gewährt euch selbst und Verbündeten in der Nähe Barriere, nachdem ihr eine Heilfertigkeit eingesetzt habt. Das ist auch eine gute Alternative, denn wir werden unseren Heal, und das ist das Mantra, werden wir noch sehen, werden wir spammen ohne Ende und dann hier immer... Barriere gewähren ist natürlich nicht schlecht, auch wenn hier jetzt gerade eine Aufladezeit von 10 Sekunden drauf ist. Ob das aktuell immer noch so ist, es gab ja letztens einen Balance-Patch, der viel an Relikten geändert hat, aber ich glaube, Relikt des Schwarms war da nicht dabei. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Aber nur alle 10 Sekunden Barriere geben, muss man sich halt überlegen, ob man das wirklich will, aber es ist theoretisch auch kein schlechtes Relikt. Von daher, da haben wir auch verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr euch unsicher seid, würde ich standardmäßig einfach Mönch nehmen. Das hat eh die meisten Support-Spiele, haben das eh rumfliegen. Kann man also ganz gut benutzen. Waffen habe ich schon gesagt. Spielen wir jetzt Zepter, Schild und Stab im Standard-Set. Aber wir können hier natürlich auch ja, mischen, wie wir Bock haben. Also spielt ihr zum Beispiel einen Encounter, einen Kampf mit vielen kleinen Gegnern, die ihr auch mal zusammenziehen wollt, dann könnt ihr natürlich auch einen Fokus nehmen. Ihr könnt entweder den Stab rausnehmen und dafür in das zweite Set den Fokus reinpacken und dann Zepter Schild, Zepter Fokus spielen oder ihr tauscht das Schild aus. Das ist komplett euch überlassen. Man kann hier bei dem Mesmer, wie in fast jedem Bild vom Mesmer, wirklich wild hin und her mixen. Man ist da wirklich nicht auf die Waffen angewiesen. Wollt ihr mehr CC haben, könnt ihr vielleicht auch noch eine Pistole reinnehmen oder sonst irgendwas. Wobei die ganzen Nebenhandwaffen alle in irgendeiner Weise CC machen. Die nehmen sich da nicht viel. Von daher würde ich fast auf dem Schild bleiben, weil das auch noch viele gute andere Varianten oder Möglichkeiten hat, das Team zu supporten. Aber das ist, sage ich mal, das Standard-Set. Aber ihr könnt da wirklich selber entscheiden, was ihr wollt. Dann werden wir auf beide Sets werden wir das überlegene Siegel der Transferenz machen. Heilung an andere Verbündete wird erhöht um 10% auf beide Sets. Und dann als zweites Siegel das überlegene Siegel der Lähmung. Ihr werdet oft in Online-Guides sehen, dass auch viele das Sigil des Wassers drin haben. Das ist bei kritischem Treffer, das ist das hier, heilt Verbündete im Umkreis von 360 um euer Ziel bei einem kritischen Treffer. Das heißt, immer wenn ihr krittet, macht ihr nochmal einen Heal. Jetzt haben wir hier in diesen Setups, in allen dreien, die ich euch zeigen werde, haben wir nur eine Standard-Crit-Chance von 5%. Klar, kriegen wir Wut, geht das Ganze auf 30 hoch. Das heißt, nicht ganz jeder dritte Treffer ist auch ein Crit. Und wir würden dann trotzdem natürlich mit diesem Sigil immer mal wieder was heilen, zumal da eh ein interner Cooldown von 5 Sekunden drauf ist. Das heißt, vermutlich würden wir es auch diese 5 Sekunden so oder so ausgelöst kriegen. Von daher, wenn ihr das schon habt, könnt ihr das auch gerne nutzen. Allerdings sind wir hier in diesem Bild auch eine richtige CC-Maschine. Und da ist dieses überlegene Sigil der Lähmung nicht schlecht. Vor allem hier steht plus 30% Betäubungsdauer, macht dann natürlich entsprechend mehr Breakbar-Schaden. Funktioniert aber nicht nur bei Betäuben, sondern auch bei Benommen. Und da werden wir uns gleich auch in-game mal angucken, was alles Benommen macht. Das heißt, wir können ja auch richtig viel CC machen. Ihr könnt also selber entscheiden, nehmt ihr das Sigil der Lähmung oder das Sigil des Wassers, um nochmal ein bisschen mehr zu healen. Aber ich bin eher der Fan von dem Lähmungssigil. Das ist so das erste Set. Damit kommt ihr, wie ihr seht, hier auf eine Segensdauer von 79%. Wir werden noch anhand der Trades sehen, dass wir mehr Segensdauer kriegen, wenn wir Regeneration haben. Wir können uns selbst Regen geben. Und wenn ich jetzt mal Regeneration hier oben aktiviere, seht ihr, springt es sofort auf 95%. Also fast 100%. Und wir brauchen in dem Bild eigentlich gar nicht 100% Segensdauer. Aber das Ganze macht es natürlich einfacher. Es ist nicht ganz so fehleranfällig. Und sollten wir mal in Bosskämpfen sein, wo man auch zwischendurch mal ein bisschen ja, verschnauben muss oder mal woanders hinrennen muss und damit da die Segen nicht auslaufen, ist es natürlich nicht verkehrt, eine möglichst hohe Segensdauer zu haben. Wenn wir schon mal dabei sind, gucken wir uns auch direkt noch das Food an. Wir nutzen hier das ertragreiche Wartungsöl für die nochmal höheren Zuwachs an Heilung prozentual, basierend auf Heilkraft und Konzentration. Und jetzt hier bei dem Apfel-Buff-Food könnt ihr entscheiden, standardmäßig die köstlichen Reisbällchen, 100 Heilungen plus 10% Heilwirkung, macht man nichts verkehrt, ist immer sehr gut. Nutzen wir jetzt allerdings aufgestiegenes Buff-Food, und das kann ja immer mal sein, gibt es hier zum Beispiel auch noch
Buffood, der Fruchtsalat mit Minzbeilage, wird oft mal von Commandern gestellt. Da ist nochmal 70 Konzentrationen bei und dann seht ihr, wir überstecken sogar, ich glaube um 6 überstecken wir sogar, aber es lohnt sich nicht, hier irgendwas anderes rauszunehmen, da sind wir bei 100. Und kriegen wir vielleicht sogar durch unser Team ein Buffood, was uns 100 Konzentrationen gibt, wie zum Beispiel das hier, gewürzter Pfefferkorn, Käsekuchen. Gibt es noch ein anderes Gutes? Mit Sicherheit. Auf jeden Fall irgendeins, was uns halt 100 Konzentrationen gibt. Ah ne, hier diesen gut. Eier Benedikt mit Minz Petersiliensoße, weil die geben Heilwirkung, 100 Konzentrationen. Gut, auch noch Fachkenntnis. Aber dann kommen wir so weit über 100. Wir könnten dann theoretisch, wenn ihr ganz min-maxen wolltet, könntet ihr sogar noch das Rückenteil in ein Magi-Teil umwandeln. Hier Heilkraft, Magie, das hat nämlich Heilung als Hauptattribut. Und dann seht ihr, dann sind wir trotzdem bei 99,73% Segensdauer und kriegen nochmal ein bisschen mehr Heilkraft. Aber das ist dann halt so viel Hin- und Hergewechsel für so viele verschiedene Situationen. Da muss man schon ein richtig krasser Main sein als Heal oder Support-Chrono, dass man sich hier so verschiedene Sets macht, je nach Food. Was nutze ich dann wie und was nehme ich rein, um nicht zu übercappen? Es ist auf so einem Support-Bild vielleicht ein kleines bisschen übertrieben, aber ich wollte es euch nur mal zeigen, welche Gedanken man sich dabei machen kann bei diesem Gear. Das war also das Nicht-Tanking-Gear. Jetzt gucken wir uns mal an, wie es bei dem zweiten Set aussieht. Auch das ist sehr beliebt. Nee, das war es nicht. Hier, das ist es. Minstrel. Minstrel-Chrono, minnesängerisch. Der Teapot, den werdet ihr vermutlich kennen, ein großer britischer YouTuber und Streamer, der ist ein riesengroßer Minstrel-Minnesänger-Fan und das hier hat Zähigkeit, Vitalität, Konzentration und Heilung mit Zähigkeit und Heilung als Hauptattribut. Und hier ist es so, hier haben wir ein kleines bisschen weniger Konzentration. Hier seht ihr, hier kommen wir standardmäßig schon auf weniger Segensdauer. Und darum habe ich hier zum Beispiel auch als Rune die überlegene Rune des Wassers drin. Die ist fast genau gleich mit der überlegenen Rune des Mönchs. Der einzige Unterschied ist der 6er-Bonus. Denn, wir können nochmal zurückgehen, der 6er-Bonus auf der Mönchsrune sind nochmal plus 125 Heilung. Der 6er-Bonus auf der Wasserrune ist plus 10% Segensdauer. Das heißt, wir holen hier nochmal ein kleines bisschen Segensdauer wieder rein, dadurch, dass wir Segensdauer verlieren, weil wir die Minstrel-Sets oder Minstrel-Attribute drin haben, die weniger Konzentration haben. Aber selbst dann haben wir hier weniger Segensdauer. Nämlich jetzt hier mal die Regeneration noch rein. Seht ihr, kommen wir gerade mal auf 83%, während wir in dem anderen Set hier bei 95 waren. Also schon noch ein kleiner Unterschied. Es funktioniert trotzdem, ihr könnt das Set hier trotzdem so spielen, ihr könnt damit auch ziemlich gut tanken, weil hier halt Zähigkeit drin ist. Ihr seht, ihr kommt hier bei der Zähigkeit auf 2173 und standardmäßig ist halt 1000. Also wenn ich mal hier nochmal zurückgehe auf Mönch, dann seht ihr, haben wir hier 1000 Zähigkeit. Mit dem Minstrel Set haben wir 2173, also sehr, sehr viel. Und wir haben hier auch mehr Vitalität drin, denn hier kommen wir auf 24.600 Lebenspunkte, bei den Mönchsets haben wir nur 18.200, also nochmal eben 6.200 weniger. Von daher, das hier ist ein ziemlich tankiges Set, was aber trotzdem das macht, was es machen soll, alles andere ist gleich, Waffen, Sigile, Relikt und Buffood könnt ihr die gleichen Überlegungen treffen. Hier würde es sich natürlich anbieten, ein Buffood vielleicht vom Commander gestellt zu kriegen, was noch Segensdauer gibt. Und dann könnten wir auch hier zum Beispiel mit dem 100 Konzentrationsfood könnten wir auch hier auf 90% kommen. Es funktioniert aber auch, wenn ihr einfach nur die Reisbällchen benutzt. Von daher, das ist also auch nicht schlecht. Und dann als letztes hätten wir noch ein super mega tankiges Bild. Und das ist nämlich mit Spendabel, das heißt auf Englisch Givers. Das hat nämlich Zähigkeit, Konzentration und Heilung, also überhaupt kein Attribut, was wir nicht irgendwie benutzen können. Und Zähigkeit als Hauptattribut, das heißt, hier kommen wir von der Zähigkeit nochmal ein kleines bisschen höher. Es ist nicht viel, wir vergleichen mal, wir haben jetzt hier 2381 und bei dem anderen haben wir 2173. Also, 210 circa Zähigkeit haben wir nochmal mehr, aber damit ist definitiv niemand aus unserem Team, selbst wenn wer anderes vielleicht auch noch Minstrel-Klamotten trägt, sind wir trotzdem der die meiste Zähigkeit hat und somit auf jeden Fall tanken. Das heißt, das hier ist das ultimative Tanking-Set, auch wenn wir hier wieder weniger Lebenspunkte haben, aber dadurch, dass das hier nur ein 3-Attribute
Kombination ist, haben wir auch wieder die höhere Konzentration und somit auch wieder die höhere Segensdauer. Auch hier kommen wir mit Regeneration genauso wie bei dem Set mit den verheerenden Stats auf diese 95. Das heißt, das hier ist eine Mischung aus der sehr hohen Segensdauer und sehr hoher Zähigkeit hier in diesem Set. Sonst auch wieder alles gleich. Ihr könnt auch hier wieder mit der Mönchsrune spielen, wie bei verheerend, weil es halt eine 3-Attribute-Kombination ist. Von daher haben wir jetzt hier 3 verschiedene Sets, die ihr spielen könnt. Vielleicht eine kleine Auflistung, dass ihr ja seht, was ist jetzt der große Vorteil jedes Builds. Wir haben hier, also fangen wir nochmal an, bei der verheerend. Wir haben keine Zähigkeit, also nicht Tanking. Wir haben dafür aber die höchste Segensdauer aller Sets, gleichzeitig mit Givers. Und wir haben auch die höchste Heilkraft, also auch das Attribut Heilkraft ist hier am höchsten, mit 1671 jetzt hier aktuell. Bei Minstrel haben wir weniger Segensdauer, aber dafür haben wir die höchsten Lebenspunkte von allen Sets und mittelhohe Rüstungen. Das würde zum Teil halt für die meisten Situationen auch schon zum Tanken reichen, vor allem auch noch in Kombination mit den hohen Lebenspunkten. Und bei Givers ist es so, haben wir ebenfalls wieder genauso viele Lebenspunkte, genauso viele Segensdauer wie bei dem verheerenden Set, aber wir haben die höchste Zähigkeit von allen, allerdings die niedrigste Heilkraft. Also ihr seht, wir haben hier nur 1491 als Heilkraft, bei dem Minstrel haben wir 1500 und bei dem Verheerend haben wir 1671. Also ihr seht, jedes von diesen Sets hat seine Vor- und seine Nachteile. Und ihr könnt selber entscheiden, in welchen Situationen befindet ihr euch öfter. Wollt ihr mehr tanken? Wollt ihr weniger tanken? Wollt ihr mehr heilen? Wollt ihr Zähigkeit, aber ihr müsst nicht immer als Main-Tank da sein? Oder wenn ihr natürlich ein Super-Main seid von so einem Chrono, könnt ihr natürlich euch auch alle Sets bauen. Das zum Gear. Wir wechseln jetzt schnell wieder ins Game und gucken uns dann da die Trades an. So, schauen wir jetzt nochmal schnell in das gerade angesprochene Relikt von Karakosa. Das ist das hier. Heilt andere Verbündete in der Nähe, wenn ihr erfolgreich ein Feld mit einem Explosionskombo-Abschluss kombiniert. Das heißt, immer wenn wir einen Explo-Finisher machen, kriegen wir nochmal 1800 Heilung auf unsere Verbündete, beziehungsweise höher, wenn wir auch unsere prozentualen Heil-Modifier alle hochgebufft haben. Und das kriegt ihr zum Beispiel, dieses Relikt, durch einen Erfolg. Dann müsst ihr unter Erfolge dann Secrets of the Obscure, das ist also ein Secrets of the Obscure exklusives Relikt. Das könnt ihr leider nicht bekommen, wenn ihr das Add-on nicht habt. Und nee, stimmt gar nicht. Ihr müsst auf Chronik und dann den Schleier lüften. Genau, hier ist es. Und dann gibt es hier ein Achievement, das heißt um jeden Preis. Da muss man in der Chronik, in der Story zwangsweise, muss man die Kryptis in einer bestimmten Zeit killen. Und da seht ihr, da kriegt ihr als Belohnung dann dieses Relikt von Karakosa. Und sobald das einmal freigeschaltet ist, dadurch für euren Account, könnt ihr es euch auch in Soto und im WVW von den entsprechenden Händlern immer wieder neu kaufen, wenn ihr das auf verschiedenen Charakteren nutzen wollt. Um jetzt diesen Explo-Finisher zu machen, können wir einfach mal hier gucken. Auch wenn die Beta mit den Waffen jetzt vorbei ist, wir können trotzdem hier Gewehr, können wir trotzdem die Skills sehen. Und da haben wir zum Beispiel, wo ist es? Ach genau, ist sogar hier, die inspirierende Bildsprache. Und da können wir so ein Leuchtsignal an den Zielort setzen und das dann aber auch detonieren lassen. Und das zählt zum Beispiel als Explosionsfinisher. Mit einem 12 Sekunden Cooldown ist das ein Skill mit nicht allzu hohem Cooldown. Das heißt, wir können das schon regelmäßig nutzen. Mit Tatendrang natürlich deutlich öfter als nur alle 12 Sekunden. Und können dann hier immer diesen Explosions-Kombo-Abschluss machen, um das Relikt von Karakosa zu triggern. Das wäre also noch eine Variante, die ihr ebenfalls für dieses Bild dann nutzen könnt, sobald das Gewehr dann wirklich in-game erscheint. Schauen wir jetzt mal in die Trades rein, denn mit dem letzten Balance-Patch wurde ja im Prinzip die Inspirations-Trade-Line und auch die Chaos-Trade-Line fast komplett reworked. Sie haben neue Trades bekommen, beziehungsweise Trades wurden umgeschrieben. Und das Ganze, diese ganzen Änderungen haben dieses neue Heal-Chrono-Bild erst so richtig möglich gemacht. Von daher gucken wir direkt mal rein. Wir fangen an mit Inspiration.
haben hier Reinheit des Heilkundigen, wirkt geringe Kraftläuterung, wenn ihr eine Heilfertigkeit nutzt. Das heißt, Zustände entfernen, wir werden unsere Heilfertigkeit, wir werden hauptsächlich das Mantra benutzen, Mantra der Gesundung, und von daher können wir, und das werden wir spammen und werden natürlich regelmäßig dadurch auch Zustände von uns und von Verbündeten entfernen, einfach so passiv nebenbei, das ist natürlich eine Top-Sache. Dann haben wir wiederherstellende Mantras. Heilt Verbündete um euch herum, wenn ihr ein Mantra wirkt. Auch hier das Heilmantra an sich heilt natürlich schon. Und durch diesen Trade heilen wir jetzt einfach noch mehr. Wir werden halt Mantra spammen ohne Ende. Und je nachdem, wie ihr euch an Utility Skills entscheidet, denn die ich jetzt hier unten drin habe, die sind nicht fest. Auch hier könnt ihr nach Situationen super viel entscheiden, wie ihr Bock habt. Gucken wir uns aber noch an. Aber auch hier wäre es möglich, ein oder zwei zusätzliche Mantren eventuell noch drin zu haben, die jetzt natürlich auch zusätzlich dann noch heilen würden. Sonst haben wir hier eigentlich keine guten Alternativen. Man kann auch ein bisschen hin und her tauschen hier in den Trades, aber machen wir erstmal weiter. Inspirierende Verzerrung verleiht Verbündeten in der Nähe Aegis, wenn ihr euch selbst Verzerrung verleiht oder Zerschmetterfertigkeit 4 benutzt. Zerschmetterfertigkeit 4 ist natürlich sowieso schon Verzerrung und dann geben wir noch Aegis an unsere Verbündeten. Wenn wir das mal benutzen zwischendrin, ist natürlich nicht verkehrt, nehmen wir mit. Es gibt einige Klassen, die können damit wirklich was anfangen, vor allem wenn wir Powerwächter in unserem Team drin haben. Die spielen heutzutage fast alle mit der Tugenden-Trade-Line, wodurch sie mehr Schaden machen, solange sie Aegis haben. Und wenn wir da die Möglichkeit haben, denen das immer wieder neu zu geben, ist das natürlich nicht verkehrt. Wir werden sehen, wir haben noch viele andere Möglichkeiten, Aegis zu verteilen. Genau. Dann Ego-Wiederherstellung. Erschafft einen Klon, wenn ihr eine Heilfertigkeit nutzt. Auch ziemlich geil. Auch ganz neuer Trade, der erst neu ins Spiel hinzugekommen ist. Wir werden, wie gesagt, das Mantra spammen. Wir werden das immer aufladen. Dann haben wir verschiedene Aufladungen und wir werden die Aufladung einfach alle nutzen und danach das Mantra wieder aufladen, wieder alles benutzen. Im Prinzip halten wir den Heilskill die komplette Zeit auf Cooldown und hier die ganze Zeit immer wieder Klone erzeugen, ist natürlich eine geile Sache, die wir hier passiv einfach die ganze Zeit mitmachen. Wir hätten alternativ noch die verringerte Wiederaufladezeit auf Fokusfertigkeiten. Könnt ihr natürlich mitmachen, wenn ihr euch entschieden habt, mit einem Fokus zu spielen. Allerdings, wenn ihr das macht, werdet ihr den Fokus vermutlich nur mithaben, damit ihr immer mal wieder Gegner zusammenpullen könnt. Und das wird nicht so oft passieren innerhalb eines Kampfes, dass ihr da wirklich die verringerte Wiederaufladezeit für den Fokus braucht. Da ist vermutlich das hier mit der Klonerzeugung ein bisschen besser. Und dann würde es noch das geben, Glamour-Fertigkeiten halten länger an. Auch das kann sinnvoll sein, zum Beispiel ist die Reaktionskuppel, die Feedback-Kuppel, womit man Projektile reflektiert, ist eine Glamour-Fertigkeit. Die hält jetzt hier 6 Sekunden an, wenn wir den Trade reinnehmen, dann hält die sogar, ja gut, 7 Sekunden. Es ist auch nicht so viel länger, aber wir könnten die dadurch ein kleines bisschen buffen, wenn ihr für eine bestimmte Situation unbedingt diese eine Sekunde längere Feedback-Kuppel braucht. Aber auch hier, ich würde fast nicht von diesem Ego-Wiederherstellung weggehen. Aber könnt ihr situationsbedingt entscheiden. Dann haben wir illusionäre Inspiration. Erhöht die Heilung an andere Verbündete, sehr gut. Wenn ihr eine Illusion herbeiruft, heilt ihr alle Verbündeten um euch herum. Das heißt, jedes Mal, wenn wir eine Illusion herbeirufen, das können wir jetzt zum Beispiel im aktuellen Waffenset, was ich spiele, mit dem Gedächtnisecho, das ist die Illusion vom Schild, die wir hier nutzen können. Oder hier vom Stab ist es der trügerische Hexenmeister. Das heißt, hier haben wir verschiedene Möglichkeiten, diese Trugbilder zu beschwören. Gut, hier zugegeben, wenn diese Fähigkeit nur komplett kanalisiert wird, dieses Trugbild herbeigerufen. Von daher, das können wir vielleicht nicht immer unbedingt nutzen, aber auf jeden Fall hier den Hexenmeister. Und das heißt, immer wenn wir sowas beschwören, dann heilen wir auch Verbündete. Jetzt werden wir gleich noch sehen, das ist nicht nur beim Beschwören von Illusionen so, sondern auch beim Zerschmettern. Nämlich heilt euch und Verbündete in der Nähe, wenn Zustände entfernt werden und entfernt Zustände von euch und ihnen, wenn ihr eine Zerschmettern-Fertigkeit einsetzt. Das heißt nicht nur Condi-Cleanse, sondern auch jetzt hier nochmal Heilung an alle Verbündete, wenn wir shattern. Das heißt, wir heilen sowohl beim Erzeugen von Illusionen als auch beim Zerschmettern von Illusionen. Also im Prinzip alles, was wir machen, wir heilen in irgendeiner Weise unsere Verbündeten. Einen Augenblick, ich muss kurz was trinken, ich habe einen Frosch im Hals.
So, da bin ich wieder. Was ich vielleicht noch zusätzlich sagen sollte, habe ich gerade vergessen, das ist mir gerade aufgefallen, als ich mir den Clip nochmal angesehen habe, hier bei diesem Trade, wo wir Verbündete heilen, wenn wir eine Illusion herbeirufen. Da zählen natürlich nicht nur Trugbilder dazu, also sonst würde hier extra Trugbild stehen, hier steht jetzt Illusion, das heißt, das triggert sowohl bei einem Trugbild als auch bei einem Klon, also auch wenn wir durch irgendwelche Skills Klone bekommen, und wir haben ja hier schon gesehen, er schafft einen Klon, wenn er eine Heilfertigkeit nutzt. Das heißt, auch dadurch wird das natürlich getriggert bei jedem Klon, dass wir ebenfalls heilen. Also egal, was wir beschwören, wir healen immer und beim Shattern auch. Gut, machen wir weiter mit Chaos. Da haben wir einmal metaphysische Verjüngung, gewährt Verbündete in der Nähe Regeneration, wenn er eine Heilfertigkeit einsetzt. Da haben wir die Regeneration, von der wir schon gesprochen haben und die uns auch selber noch bufft. Und hier auch wieder auf der Heilfertigkeit, die wir die ganze Zeit spammen werden. Dann gewährt Verbündete in der Nähe Schutz, wenn ihr eine Zerschmettern-Fertigkeit einsetzt. Auch sehr gut. Das heißt, wir werden shattern auf Cooldown. Immer sobald wir drei Illusionen haben, werden wir shattern. Wir werden niemals drei Klone einfach so für Zeit aufbewahren, sondern sobald wir drei haben, shattern wir raus, weil wir ja dadurch heilen. Und jetzt geben wir sogar auch noch Schutz dadurch, was natürlich auch eine ziemlich coole Sache ist. Dann illusionäre Membran, erhaltet Chaos-Aura, wenn ihr Zerschmettern Fertigkeit 2 einsetzt. Während ihr Chaos-Aura habt, wird euer zugefügter Zustandsschaden erhöht. Okay, hört sich jetzt erstmal nicht so außergewöhnlich an, aber Chaos-Aura gewährt zufällige Segen, was natürlich eine Top-Sache ist. Und wir werden sehen, wir werden Chaos-Aura noch ein kleines bisschen mehr zusätzlich buffen, wodurch das nochmal ein bisschen besser wird. Und hier kriegen wir es schon mal, wenn wir mit F2 shattern, kriegen wir das schon mal. Und jetzt hier, chaotische Übertragung. Wenn ihr euch Chaos-Aura gewährt, gewährt ihr sie auch Verbündeten in der Nähe. Das heißt, auch die haben dann eine Chaos-Aura und kriegen zufällige Segen. Und bei Anwendung von Chaos-Aura auf einen Verbündeten werden ihm Segen gewährt, nämlich Regeneration. Das heißt, nicht nur kriegt er eine Chaos-Aura und zufällige Segen, er kriegt jetzt auch noch jedes Mal Regeneration. Und es reicht, wenn wir uns selbst Chaos-Aura geben, weil dadurch kriegen auch die Verbündeten Chaos-Aura und dadurch kriegen die ganzen Buffs. Das ist natürlich eine Top-Sache. Dann erhaltet Konzentration und Fachkenntnis, während ihr von Regeneration betroffen seid. Das ist das, was ich euch in dem Browser, in dem Bildeditor gezeigt habe, wodurch wir die viel höhere Segensdauer bekommen, wenn wir Regeneration haben. Und das werden wir natürlich immer haben, auch schon allein durch unser eigenes Bild, und darum ist das natürlich eine Top-Sache. Und dann haben wir noch ertragreiche Ernüchterung. Wenn ihr eine Zerschmettern-Fertigkeit einsetzt, erhaltet ihr Stabilität. Das heißt, wir selber kriegen die ganze Zeit immer und immer wieder Stabi, wenn wir shattern, was natürlich geil ist, und gewährt Verbündeten in der Nähe einen zusätzlichen Segen, basierend auf der verwendeten Zerschmettern-Fertigkeit. Das heißt, wir geben hierdurch auch noch unseren Verbündeten die ganze Zeit Macht, Elan, Wut, Stabilität, Widerstand. Jetzt kriegen die natürlich auch noch durch den F2-Shatter, kriegen die Chaos-Aura und haben dadurch auch noch Regeneration. Dann kriegen die, wo haben wir das mit der Verzerrung, kriegen die Aegis, wenn wir mit F4 shattern, kriegen die das auch noch. Also die kriegen richtig viele verschiedene Segen, einfach nur, wenn wir shattern. Und bevor wir zu Chrono kommen, noch zwei Möglichkeiten, wie ihr eventuell das Bild noch anpassen könntet. Da hätten wir nämlich nochmal in der Inspirations-Trade-Line einen anderen Grandmaster-Trade, nämlich verschwommene Inschriften. Siegel haben verbesserte aktive Effekte, und wenn ihr einen aktiviert, erhaltet ihr Verzerrung. Das heißt, wir haben hier erstmal die Möglichkeit, selber nochmal Verzerrung zu kriegen, wodurch ja Verbündete eine Aegis bekommen. Aber auch wenn wir hier zum Beispiel mit Siegel der Inspiration spielen, erhöht die Anzahl der verbündeten Ziele. Das ist natürlich so, nehmen wir Siegel der Inspiration, hier macht es ja, wenn wir das aktiv benutzen, verlängert die Dauer aller auf euch selbst wirkenden Segen. Das heißt, alle Segen, die wir und unser Team haben, werden hierdurch einfach nochmal verlängert um mehrere Sekunden. Eigentlich nur für uns selbst. Eigentlich verlängern wir nur unseren eigenen Segen. Aber durch diesen Trade hier macht nämlich ausgerechnet, wenn ihr mal lest, Siegel der Inspiration erhöht die Anzahl der verbündeten Ziele, nämlich auf 5. Das heißt, sobald wir den Trade reinmachen, bringt dieses Siegel der Inspiration, also die Verlängerung der Segen, bringt jetzt auf einmal für das komplette Team, also für den kompletten Subsquad was. Das heißt, wir können auch noch unsere anderen Supporter können wir unterstützen, indem wir die Segen verlängern. Denn wir selbst, werden wir gleich sehen, können uns entscheiden, ob wir entweder Quickness, also Schnelligkeit, oder Tatendrang verteilen wollen. Das heißt, wir brauchen einen anderen Spieler in unserem Subsquad, der den jeweils anderen Segen gibt. Und durch Siegel der Inspiration könnten wir auch dem seine Segen, die er verteilt, nochmal verlängern aufs Team und ihn damit supporten, wenn wir diesen
Großmeister-Trade hier noch drin haben. Allerdings verzichten wir dann hier auf die Heilung auf Verbündete, wenn wir zerschmettern. Und das ist natürlich auch schon krass. Von daher, das würde ich nur reinnehmen in eine Situation, wo ihr wisst, ihr müsst nicht übertrieben viel heilen. Heilung ist eigentlich jetzt nicht der große Main-Punkt, den wir bei diesem Kampf brauchen, dann könnt ihr das vielleicht mal so machen. Das wäre halt eine Alternative, aber standardmäßig würde ich wirklich hier mitspielen. Und hier bei Chaos hätten wir noch die Variante, das hier reinzumachen, Manipulation gewähren euch und nahen Verbündeten, Aegis. Das heißt, auch dann verzichtet ihr hier auf den Schutz, aber auch das braucht man vielleicht nicht in jeder einzelnen Situation. Es gibt durchaus Kämpfe, wo es super gut ist, Schutz zu haben und eine möglichst hohe Schutzabteilung. Es gibt aber auch Kämpfe, die sind so einfach, da braucht man eigentlich keinen Schutz. Und dann könntet ihr auch das mit den Manipulationen hier reinmachen. Und dann beispielsweise eventuell auch den Heal-Skill austauschen durch zum Beispiel hier Spiegel, reflektiert Profile und heilt euch selbst, weil das zählt zum Beispiel als Manipulation, hat auch nur einen 12 Sekunden Cooldown, durch Tatendrang natürlich nochmal deutlich weniger und dann könntet ihr in regelmäßigen Abständen immer und immer wieder Aegis auf euer Team verteilen, was sich halt wie schon angesprochen vor allem bei Wächterlastigen Teams, also Power-Wächterlastigen Teams sehr, sehr eignet, sage ich mal. Aber auch eher wirklich sehr, sehr nischenhaft, wo ich das mal reinwechseln würde. Kommen wir zu Chrono. Da haben wir einmal Zeitspalte als Zugriff auf Zerschmettern-Fertigkeiten des Chronomanten und Brunnen. Das heißt, wir haben andere Shatters, als wenn wir der Standard-Chrono sind. Haben jetzt hier natürlich auch den Continuum-Split, in dem wir reingehen können, wo wir im Prinzip alle unsere Fähigkeiten benutzen können. Und wenn wir aus dem Continuum-Split rauskommen, sind alle Fähigkeiten wieder da. Das heißt, wir können hier einmal am Anfang des Kampfes und danach alle 105 Sekunden können wir hier sozusagen alle unsere Skills mehrfach raushauen. Und wir haben auch natürlich Brunnen, die wir auch viel nutzen werden. Ich nehme jetzt nochmal hier das wieder rein. Dann haben wir Ende gut, alles gut. Brunnen heilen Verbündete, wenn sie enden. Sehr gut. Wir haben hier, ihr seht, ich habe hier standardmäßig schon 3 Brunnen drin. Die sind natürlich nicht fix. Eigentlich würde ich nur den hier, Brunnen der Tat. Wir gucken uns gleich die Utility Skills nochmal an. Den würde ich standard fix drin haben, aber sonst könnt ihr selber entscheiden, aber wenn ihr mit Brunnen spielt, heilen die jetzt auch, was natürlich eine coole Sache ist, das heißt, wir haben nochmal mehr Heal. Dann Strom der Zeit, erhaltet Tatendrang für jeden Klon, den ihr zerschmettert. Das ist jetzt nur für uns selbst, aber wir können das auch noch so machen, dass es für Verbündete ebenfalls zählt, aber jedes Mal, wenn wir shattern, egal welchen Shatter, wir kriegen Tatendrang, was natürlich eine Top-Sache ist. Dann können wir das Ganze für uns selbst sogar nochmal upgraden und verbessern, nämlich verbesserter Tatendrang. Auf euch wirkender Tatendrang ist stärker, dauert aber kürzer an. Das heißt, bei uns ist der einfach nochmal fetter, sozusagen der Tatendrang. Das heißt, Skills laden sich noch schneller wieder auf, das, was natürlich eine Top-Sache ist. Allerdings ist der auch kürzer, aber wir werden ja erstmal durch unser Team Tatendrang bekommen. Und können uns zur Not auch noch selbst hier Tatendrang rein shattern, was wir standardmäßig ja sowieso machen. Dann haben wir die Zeit schreitet fort, ihr bewegt euch 25% schneller, ist eigentlich eine Top-Sache. Chrono war jahrelang, beziehungsweise Mesmer war jahrelang die Klasse, die mit am langsamsten gelaufen ist, kaum Möglichkeiten hatte, sich groß schneller zu machen. Jetzt einfach 25% schneller zu rennen, standardmäßig, weiß, glaube ich, jeder Mesmer-Spieler zu schätzen. Und die Dauer von erlittenen bewegungseinschränkenden Zuständen wird um 25% reduziert. Gut, ist halt einfach so ein Trade, den haben wir standardmäßig dabei, da müssen wir uns nicht groß kümmern. Und jetzt als Großmeister können wir halt entscheiden, wollen wir Quickness geben oder wollen wir Tatendrang? Wir können beides mit dem gleichen Gearset, mit dem gleichen Bild, mit der gleichen Rotation. Wir müssen nur je nach Situation diese Trades hier tauschen, sonst ist immer alles gleich. Gucken wir mal, wie es aussieht mit Quickness. Nutzt den Moment, ihr und Verbündete in der Nähe erhaltet Schnelligkeit für jeden Klon, den ihr zerschmettert. Gewährt Verbündeten in der Nähe Schnelligkeit, wenn ihr ein Trugbild herbeiruft. Das heißt, wir haben hier mehrere Möglichkeiten, hier direkt Schnelligkeit zu verteilen. Hauptsächlich werden wir das durch diese Shatters machen. Also nicht nur, dass wir durch Trugbilder beschwören, Leute heilen und auch noch durch Shattern heilen. Jetzt machen wir auch noch bei beiden zusätzlich auch noch Schnelligkeit. Was natürlich eine Top-Sache ist. Oder aber ihr nehmt den Trade hier oben für Tatendrang. Strom der Zeit betrifft jetzt Verbündete in der Nähe. Strom der Zeit war das hier vorne, dass wir jedes Mal Tatendrang kriegen, wenn wir einen Klon zerschmettern. Das war bisher nur für uns selbst. Durch diesen Trade geht das jetzt auch auf Verbündete. Und gewährt Verbündeten in der Nähe Tatendrang, wenn er ein Trugbild herbeiruft. Also genau das gleiche wie bei Quickness.
je nachdem, welchen Trade ihr drin habt, macht das letztendlich immer exakt genau das Gleiche. Es gibt nur entweder Schnelligkeit oder es gibt Tatendrang beim Herbeirufen eines Trugbilds oder beim Zerschmettern. Könnt ihr also selber entscheiden, situationsbedingt reinmachen, je nachdem, was euer Team sonst noch mit dabei hat. Als nächstes müssen wir uns mal die Utility Skills angucken und auch unsere Breakbar Skills, denn wir haben hier ziemlich viel schon allein in diesem Standardset, ohne dass wir groß was an den Waffen wechseln. Gucken wir mal auf den Heal Skill. Standardmäßig würde ich wirklich das Mantra der Gesundung nutzen. Wir haben so viele verschiedene Buffs, die damit verteilt werden, dass wir Heilskills benutzen, dass wir Mantren benutzen. Von daher, das ist wirklich richtig gut, am Anfang des Kampfes einmal channeln, dass wir zwei Aufladungen haben und dann während des Kampfes wirklich einfach stumpf durchspammen. Benutzen, die 9 Sekunden abwarten, sobald das wieder da ist, channeln, benutzen, warten, bis es da ist, channeln, benutzen. Und das die ganze Zeit so. Das könnt ihr euch schon mal für die Rotation, sage ich mal, merken. Heal Skill die komplette Zeit rausballern, wie der Teufel, immer wieder aufladen, rausballern. Das heilt, das gibt Buffs, das gibt uns Klone, womit wir auch wieder Zeug machen können. Von daher wirklich richtig guter Skill und ich hatte euch nur die eine Möglichkeit mit dem Spiegel, mit den Manipulationen, mit dem einen Trade, was noch Aegis gibt, gegeben, dass wir, wenn wir das hier drin haben, dass wir dann, wenn wir den Heal Skill benutzen, dass wir dann hier Aegis channeln könnten und das halt auch dann alle 12 Sekunden mehr Aegis verteilen, aber wie gesagt, nur situationsbedingt. Dann relativ fest, auch das hatte ich schon angesprochen, der Brunnen der Tat. Er schafft einen Brunnen, der die Zeit verzögert und bei Gegner verwundet und verlangsamt. Das heißt, er macht ein bisschen Schaden. Der macht Slow auf den Gegner, aber am Ende seiner Existenz springt die Zeit wieder zurück und Verbündeten werden Segen gewährt. Das heißt, wir geben Macht, und zwar richtig lange geben wir Macht und auch noch Wut. Und natürlich, das Ganze zählt also Brunnen und heilt deswegen Verbündete auch noch. Von daher eigentlich ein super guter Brunnen, der viel dabei hat, was wir für unser Team machen wollen. Bei allen anderen Skills ist es jetzt wirklich euch überlassen. Wir hätten beispielsweise verschiedene Mantren, die noch sinnvoll sind. Da habe ich jetzt zum Beispiel das Mantra der Konzentration, was zum Beispiel Stabilität gibt. Das heißt, das können wir einmal channeln und jetzt haben wir hier mit Kraftausbruch on demand, sage ich mal, einfach die Möglichkeit, für 5¼ Sekunden 3 Stabi zu verteilen. Was natürlich eine Top-Sache ist, wenn es auch noch auf unsere Verbündeten geht. Das heißt, wir können immer, wenn wir das brauchen, können wir Stabi verteilen. Ist also kein schlechtes Mantra. Eine andere Alternative wäre das Mantra der Ablenkung. Ups, hallo. Hauptsache mal alle Skills gedrückt, außer das, was ich eigentlich will. Mantra der Ablenkung. Hier hätten wir jetzt on demand einen Breakbar-Skill mit Kraftsperre. Macht euer Ziel und Gegner in der Nähe benommen, macht 150 Breakbar-Schaden, könnten wir zur Not auch zweimal hintereinander auf unseren Feind nutzen für 300 Breakbar-Schaden, weil es ja zwei Aufladungen sind. Allerdings müssen wir da 4 Sekunden zwischendrin warten. Es hat einen 4 Sekunden Cooldown sozusagen, wenn die Aufladungen da sind. Können wir also nicht total schnell hintereinander zweimal spammen. Aber wäre eine Variante von den Mantren. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel das hier nutzen, Mantra der Schmerzen, weil das Besondere bei Mantra der Schmerzen ist, dass das hier nochmal, also nicht nur Verwundbarkeit macht, sondern es gibt auch Macht, wenn wir es channeln. Also wir können es raushauen und dann gibt es danach, wenn wir es wieder neu channeln, gibt es auch immer wieder Macht. Das heißt, wir hätten hier nochmal eine zusätzliche Machtquelle. Allerdings brauchen wir das nicht unbedingt, sage ich jetzt mal. Das hier mit den Mantra, mit den Entfernen brauchen wir nicht unbedingt mit Zustände entfernen, es sei denn natürlich, wir sind in irgendeinem Kampf, wo wir mit Zuständen zugeschissen werden, sage ich mal. Aber ja, ich würde standardmäßig sagen, entweder je nach Situation, entweder ihr braucht mehr Breakbar-Schaden, dann nehmt ihr das Mantra der Ablenkung, oder ihr braucht Stabi, dann nehmt ihr das Mantra der Konzentration. Wenn ihr gar nichts braucht, weder Stabi noch Breakbar-Schaden, das wird aber fast nie vorkommen, dann könnt ihr natürlich hier das Mantra der Schmerzen nehmen für noch ein bisschen mehr Macht und auch noch ein bisschen mehr Verwundbarkeit und ein bisschen Damage. Aber ja, ich würde standardmäßig eins der Support-Mantren, sage ich mal, reinnehmen.
Und genau das Gleiche, genau die gleiche Überlegung könnt ihr auch mit den Brunnen machen. Denn auch hier mit Brunnen der Senilität gibt es einen Brunnen, der Breakbar-Schaden macht. Ihr erschafft einen Brunnen der Gegner, in die Erinnerung stiehlt, was sie verwundet und kühlt. Am Ende seiner Existenz werden von Gegnern, die sich noch im Brunnen befinden, Segen entfernt. Aber es macht auch 3 Sekunden benommen und somit 300 Breakbar-Schaden. Und auch hier zieht natürlich das Sigil der Lähmung, was wir auf unseren Waffen haben, denn das zählt nicht nur bei Betäubung, sondern auch bei Benommenheit. Das heißt, wir holen sogar nochmal ein bisschen mehr Breakbar-Schaden raus. Und genauso wie es einen Breakbar-Brunnen gibt, gibt es auch einen Stabi- und Aegis-Brunnen, nämlich mit Brunnen der Prophetie, der hier pulsiert sogar Aegis und Stabilität. Das heißt, auch hier hätten wir eine Möglichkeit, wie ihr seht, einmal kurz Stabi, aber dafür pulsierende Aegis zu geben. Das heißt, hier ist die Stabi ein kleines bisschen kürzer. Bei dem Mantra ist die Stabi länger. Also hier seht ihr es 5 1/4 Sekunden. Ihr könnt euch also selber entscheiden, je nach Situation, wollt ihr entweder doppelt Breakbar-Schaden, also sowohl Mantra als auch Brunnen Breakbar-Schaden, oder wollt ihr doppelt Stabi, Mantra und Brunnen Stabi? Oder wollt ihr das mischen, wie ich es jetzt gerade drin habe? Stabi über das Mantra und Breakbar-Schaden zum Beispiel durch den Brunnen. Also ihr könnt hier wirklich sehr viel hin und her switchen und machen, wie ihr da Bock drauf habt und was der entsprechenden Situation mehr bringt. Aber natürlich seid ihr jetzt nicht hier an die Mantren und Brunnen gebunden. Klar, die würden alle nochmal was bringen. Wir haben sowohl Trades drin, die machen das Mantren heilen. Wir haben aber auch Trades drin, das Brunnen heilen. Aber ihr könnt natürlich situationsbedingt auch komplett andere Utility-Skills mitnehmen. Ja? Seid ihr zum Beispiel bei Matthias und ihr seid der Haupttyp oder Haupttypin, die reflekten muss, dann nehmt ihr halt einfach die Reflect-Bubble mit rein. Ja? Das könnt ihr hier machen, weil ihr so viel hin und her tauschen könnt. Ihr habt 2 komplett freie Utility-Skills. Und das heißt, ihr könnt ruhig mal die Reaktion mit reinnehmen. Ihr könnt ruhig situationsbedingt mal einen Portal-Auftritt reinnehmen. Ihr könnt mal mit Mime was verdoppeln. Oder auch durch den Entzauberer könnt ihr auch mal Segen entfernen oder irgendwie sowas. Also ihr könnt da wirklich viel hin und her switchen. Auch das Siegel der Inspiration habe ich ja schon angesprochen, um unseren Verbündeten, der ebenfalls Segen verteilt, ein bisschen zu unterstützen. Auch wenn ihr dann natürlich hier hinten den Trade tauschen müsst, weil sonst bringt das Ganze nichts. Aber ihr seid nun mal ein Mesmer, ihr könnt sehr viel selber entscheiden, euch situationsbedingt anpassen. Ihr seid eine der anpassungsfähigsten Klassen, die es im Spiel gibt, für die verschiedenen Situationen und Kämpfe, denen ihr gegenübersteht, sage ich mal, mit eurem Team oder auch alleine. Von daher, da könnt ihr wirklich das nehmen, worauf ihr hier am meisten Bock habt. Und ähnlich ist es auch mit dem Elite-Skill. Ihr habt ja 4 richtig gute. Gravitationsbrunnen macht erstmal richtig fett Breakbar-Schaden, zählt als Brunnen und heilt somit und zieht auch noch Gegner zusammen schön auf einen Punkt. Massenunsichtbarkeit, wenn man mal irgendwo durchrennen muss mit seinem Team, wird sehr oft und sehr gerne zum Beispiel im Erntetempel verwendet, sogar auch während des Kampfes, um das ganze Team zu tarnen. Zeitschleife, wenn es aus irgendeinem Grund mit der Schnelligkeit nicht klappt, könnt ihr hiermit auch nochmal unterstützen. Siegel der Demut, ultimativ krasser Breakbar-Schaden, wenn ihr ja zielpunktgenau mal für einmal richtig fetten Breakbar-Schaden braucht. Könnt ihr auch das mitnehmen. Von daher, alle Elite-Skills, die es hier gibt, sind wirklich richtig gut. Von daher, da könnt ihr wirklich das mitnehmen, worauf ihr Bock habt. Ja, das zu den Utility-Skills. Jetzt sollten wir uns vielleicht noch angucken, was habt ihr zusätzlich zu den Utility-Skills noch für Breakbar-Möglichkeiten? Aber natürlich, wenn wir mit Schild spielen, ich werde jetzt nicht jede einzelne Waffe durchgehen. Fast jede Offhand-Waffe hat auch in irgendeiner Weise ein Breakbar-Skill. Zum Beispiel hier die Konterklinge oder hier die magische Kugel. Ihr seht sogar 450 Breakbar-Schaden, wobei das glaube ich gar nicht stimmt, dass die mit einmal 450 macht. Das ist nur wieder hier falsch angezeigt, weil das Benommen und Betäubung machen kann, aber auf unterschiedliche Ziele. Es macht dann vielleicht 450 Breakbar-Schaden, aber nicht auf ein Ziel, sondern aufgeteilt. Aber ihr seht, viele verschiedene Offhands haben hier auch verschiedene Breakbar-Möglichkeiten. Selbst der temporale Vorhang vom Fokus macht Breakbar-Schaden. Von daher, wir gehen jetzt nicht jede Waffe durch, aber hier hätten wir jetzt zum Beispiel mit Wogen der Zeit, hätten wir beispielsweise eine Variante auf dem Schild. Und zusätzlich macht das auch noch Macht und Eile und Schaden. Dann hätten wir noch natürlich den Shatter, den F3-Shatter, den Zeitfresser, zerstört alle Klone, macht Gegner benommen. Auch hier kriegen wir natürlich einiges an Breakbar-Schaden raus. Und auch das hier, Benommenheit und auch das vom Schild, Betäubung, zählt natürlich mit unserem Sigil der
Lähmung, was wir hier haben. Theoretisch hätten wir hier selbst bei dem Gedächtnisecho, da habe ich euch am Anfang übrigens Quatsch erzählt, wir kriegen immer hier das Trugbild raus. Sowohl wenn wir den Channel, wenn wir das, den Skill komplett durchchanneln, als auch wenn wir blocken. Das Trugbild kommt immer. Und auch das verlangsamt Gegner. Und Verlangsamung macht theoretisch auch Breakbar Schaden. Wenn auch nicht viel. Gut, hier haben wir nichts. Hier haben wir Blind, theoretisch, wenn wir den Gegenzauber benutzen, aber das macht auch nicht so viel. Ist aber ja prinzipiell schon auch ein Breakbar-Skill. Und dann haben wir auf dem Stab, haben wir das Ganze natürlich auch noch. Wir haben hier erstmal mit der Chaos-Rüstung Blended-Gegner, hätten wir auch Blind. Und aber auch hier der Chaos-Sturm, der ebenfalls Benommenheit macht und somit Breakbar-Schaden. Und auch gebufft natürlich über unser Sigil der Lähmung. Von daher, ihr seht, wir haben super mega viele verschiedene Skills, sowohl auf den Waffen als auch auf den Shatters, als auch in unseren Utility-Skills, um hier viel hin und her zu tauschen, aber auch um massig Breakbar-Schaden zu machen. So, kommen wir zur Spielweise. Wir haben nicht wirklich eine richtige Rotation, aber ja, ich sag mal, ein grobes Muster, an das wir uns halten wollen. Erstmal natürlich, wie ich schon gesagt habe, wir laden unser Mantra auf und wollen das die ganze Zeit spammen. Und vor allem auch unseren Brunnen der Tat wollen wir immer benutzen. Die anderen Utility-Skills, die sind ja eh situationsbedingt, von daher lassen wir die jetzt zum Üben erstmal weg. Also nur Heal-Skill und Brunnen der Tat. Und das Besondere ist, dass unser Auto-Attack ebenfalls hier einen Klon erschafft. Das heißt, immer wenn wir unsere Auto-Attack-Chain einmal durchziehen, kriegen wir einen Klon. Das heißt, wir spammen, grob gesagt, die ganze Zeit Auto-Attacks auf dem Zepter, benutzen noch den Schild 5er für Macht noch zwischendurch und spammen die ganze Zeit Kraftrevanche und Brunnen der Tat und benutzen dabei immer, wenn wir drei Klone haben, einen unserer Shatters. Und das war es schon. Ich habe jetzt hier mal den Quickness Trade drin. Das heißt, ich gebe mir an der Konsole jetzt mal ausschließlich nur Tatendrang. Nur Tatendrang, weil das müsste ja durch unser Team kommen. Alles andere gucken wir jetzt mal, was wir machen können. Einfach irgendein Golem, wir werden den jetzt eh nicht komplett töten, weil uns geht es hier nicht ums DPS, sondern wirklich nur um die Spielweise. Ihr könnt auf dem Stab anfangen, um möglichst früh und schnell schon an drei Klone zu kommen, dass ihr in den Continuum-Split gehen könnt. Ihr könnt zum Beispiel so starten, ihr channelt den trügerischen Hexenmeister, macht dann die Chaos-Rüstung an, macht dann den Chaos-Sturm und dann noch den Phasenrückzug, weil das Besondere ist, der Chaossturm zählt als Ätherfeld, der Phasenrückzug zählt als Sprung. Das heißt, ihr macht zusätzlich zur Chaosrüstung durch den Skill Chaosrüstung, macht ihr nochmal Chaosrüstung durch den Sprungfinisher im Kombofeld Äther. Allerdings aufpassen, nicht diesen Phasenrückzug benutzen, wenn ihr Tank seid, weil ihr wollt ja nicht vom Gegner, den ihr eigentlich tanken wollt, wegspringen, sodass der Gegner euch hinterherläuft und ihr den sonst wohin zieht. Von daher, das ist jetzt nur hier für den Golem oder wenn ihr eh nicht tankt, wäre das ein Start. Also zum Beispiel 3, 4, 5 und Sprung zurück und dann wechseln wir. Und dann könnten wir zum Beispiel noch einmal Kraftrevanche machen, um an unsere dritte Illusion zu kommen. Oder um möglichst schnell an drei Illusionen zu kommen. Das mal so zum Start. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Einfach nur als kleines Opening, sage ich mal. Und dann, sobald wir auf dem Set sind mit Zepter Schild, können wir in den Continuum-Split gehen. Und da hauen wir einmal alle unsere Skills raus. Das Gute ist, dadurch, dass sich alle Cooldowns automatisch wieder resetten, sobald wir aus dem Continuum-Split rauskommen, könnt ihr einfach die Shatters durchdrücken. Egal, ob ihr jetzt Klone habt oder nicht, die einfach einmal durchdrücken, bringt ja trotzdem was. Es bringt ja trotzdem Buffs und Heilung und sonstige Sachen. Selbst ohne Klone und sobald wir aus dem Continuum-Split raus sind, haben wir die ja wieder. Von daher, ihr könntet zum Beispiel so starten. So, Wechsel. Und sobald ihr drei Klone habt, Continuum-Split, Brunnen machen. Ich mache jetzt einfach mal ein paar mehr. Shattern, 5er Skill und dann wieder raus. Und jetzt seht ihr, jetzt ist wieder alles da. Und jetzt werden wir einfach immer Auto-Attacks machen und immer wenn wir die Auto-Attacks, beziehungsweise wenn wir drei Klone haben, werden wir einmal shattern. Und zwischendurch drücken wir halt auch unseren Heal-Skill immer wieder durch. Und sonst einfach nur den Brunnen der Tat. Wenn der Brunnen der Tat da ist, nutzen wir ihn auch. Und genauso auch mit dem 5er. Und jetzt machen wir die ganze Zeit eigentlich nur Auto-Attacks und sobald wir drei Klone haben, shattern wir, laden zwischendurch das Heal-Mantra immer auf, laden den Brunnen auf, benutzen das Heal-Mantra und sobald wir
drei Klonen haben, wo habe ich das denn hingeschossen? Shattern wir. Und das ist schon das ganze Gameplay, sage ich mal, jetzt in seiner Grundfassung. Ja, und mehr müssen wir eigentlich gar nicht machen. Und dabei healen wir und guckt mal, was ich alles für Buffs habe. Was ich an mein Team für Buffs gegeben habe und was ich natürlich auch selber für Buffs habe. Das ist natürlich schon geil. Und jetzt seht ihr, jetzt kann ich sogar gar nicht mehr shattern, weil ich so schnell und so viele Klonen immer wieder aufbaue. Ich habe alle meine Shatters zwischendurch schon rausgehauen. Und alle anderen Skills, an Utility-Skills oder sonstigen Sachen, sind halt nur situationsbedingt, die wir dann für die entsprechenden Situationen nutzen. Jetzt hätten wir sogar wieder Continuum-Split. Das heißt, ich lade mir auch das Mantra auf und jetzt könnten wir wieder in den Continuum-Split reingehen, wieder einmal alles benutzen und dann wieder rauskommen. Und jetzt wäre auch wieder, außer unser Heal-Skill, wäre auch wieder alles da. Und wir könnten jetzt genauso weitermachen, wie wir es schon kennen. Also wieder Mantra-Spam, Auto-Attack-Spam, Shatter-Spam und alles auf Cooldown halten. Wie ihr seht, also klappt eigentlich ganz gut. Und ist auch nicht so schwer. Und das machen wir jetzt die ganze Zeit. Und ihr seht, was ich alles an Buffs unten drin habe. Also wirklich krass. Ihr könnt natürlich dann situationsbedingt, wenn ihr mehr Breakbar-Schaden... Oh nee, hier will ich hin. Wenn ihr mehr Breakbar-Schaden braucht, könnt ihr natürlich auch wieder auf den Stab wechseln. Es geht auch so, dass ihr während der Rotation auf den Stab wechselt, um vielleicht noch den trügerischen Hexenmeister mal rauszuhauen, um nochmal eine K-Ausrüstung nachzucasten. Aber ihr seht, ich habe eh die ganze Zeit Regeneration. Von daher, das klappt schon so in seiner komplett Basic-Variante, klappt das schon wirklich sehr gut und ist auch nicht schwer zu spielen. Könnt ihr einfach mal ausprobieren. Mehr habe ich auch gar nicht zu sagen. Das Größte war eigentlich das mit dem Gear und was man alles für Möglichkeiten hat, hin und her zu tauschen. Das ist eigentlich das einzig Schwierige an dem Bild, zu gucken, was nehme ich jetzt in welcher Situation mit. Das Ganze zu spielen ist dann relativ einfach und dann kommt man auch leicht rein. Von daher, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit diesem Bildguide zum Heal Chronomancer. Und dann sehen wir uns demnächst wieder mit dem nächsten Video. Ciao, Leute.